Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 mit den üblichen Verdächtigen. Was? Ja, ja. Richtig? Ah! Nee. Die Psychopathen. Wir sind Psychopathen. Ja, hallo, der ist ein Psycho, das ist ein Billy. Na, er ist halt der Mini-Psychopath. Ja, ich bin der Kleine. Ihr seid die Größten. Wir sind die Größten. Nee, oh, wir sind die Längsten. Längsten. Ja, wenn der 10 mm Psychopath da sein kann, das ist ein Spaß. Okay, hier im Camp. Und ich guck jetzt, dass ich nochmal Brandbässchen hier find. Ich will Hirn haben. Ja. Nee, ich will auch eine Cola-Dose öffnen können. Das ist nur ein langer Weg. Ja, aber deswegen brauche ich ja Hirn. Ich möchte eine Cola-Dose öffnen. Ich möchte mir das dann auch zertifizieren lassen. Öffnen kann eine Tote die Cola-Dose öffnen. Der Turtle hat bewiesen, dass er eine Cola-Dose öffnen konnte. Und das hänge ich mir dann an die Wand. Naja, Hall of Fame, so. Oh, mit schön, mit Beleuchtung und alles. Genau. Fame, das wird wohl eher eine Hall of Shame. Nein. Ich bin ja stolz drauf. Ich bin total, Alter. Stolz drauf, was die rotierende Erbse mit hingekriegt hat. Ich hab's mit Strahlung ausprobiert. Ich hab's mit allen ausprobiert. Und trotzdem hab ich's nicht geschafft. Ich habe ganze Fabriken erstellt mit dem Zeug und das getrunken und es hat nicht funktioniert. War dann doch nur eine Fanta-Dose, war's. Ja. Also Fanta-Dosen krieg ich auch, aber keine Cola-Dose. Schlimmer als was spießen. Nein! Weißt du, was das Schlimmste ist? Ich mag keine Fanta! Ja. Super, die alle ein bisschen grüner. Ja, und es gibt kein Jahr, was es zu Wasser spruch. Jeder Turtle, der ist ja ein Bambucha. Ich bin nicht Bambucha. Ich bin Regenbogen. Hoch noch. Geht's noch? Na, ich mag doch Regenbogen, Kotzen und Zwerge. Ja, am besten Katze, Kacken, Kaffe. Kacken. So. Katze. Ich dachte eigentlich 10 kleine Katzen kotzen, 10 kleine Kotze, aber ja. Oh. Nee, 10 kleine Katzen kacken, 10 kleine Kotzen. Ja. Ja, ich wollte gerade sagen. Und die jetzt unter Stückchen schneller. Ja, mal hintereinander. Katzen kacken, Katzen kacken, Katzen kacken. Oh. Schneller, schneller. Nein. Ich finde immer den Raider Punk so süß, wenn er dann sagt, Blaukraut ist Blaukraut und ja. Ach nee. Ja, und Baumkraut, das kenn ich. So, ey, ich werde die einfachen Reparaturkits endlich mal los. Ich habe nur noch 9. Und das sieht mega cool aus. Moment. Kann ich das wieder ausnutzen? Aber muss man einfach Klitschusing machen. Doch, mach ich. Das muss, Turtle! Das muss aus. Das muss ausgenutzt werden. Das muss ausgenutzt werden. Oh, Turtle! Das tötet Leute. So. Kriegen wir das noch. Ach nee, war ja aber recht. Klar. Aber komm! Ich glaub, ich hab den nächsten Zampen mehr. So! Oh ja, ein bisschen. Musste ausgenutzt werden, sorry. Hast du die Brandbestien gesucht? Ja, ja. Ich hab hier 2. Wo bist du denn? Weiter als du. Ja, ich merk schon. Die ist da hinten poltern. Wart auf mich, Shori! Die eine hat 2 Sterne. Ich glaube, die andere hat ohne Stern. Das ist mir wurscht, ob sie, ich kann sie anschießen und ich krieg da Fleisch. Ich will Hirn. Die eine hängt in ihrem Loch fest, die kommt da nicht weg.
Ich sehe da hinten einfach nur irgendwas explodieren. Ah, jetzt wird's geladen. Bitte warten. Bitte warten. So, die erste habe ich schon mal angeschossen. Aua. Warten. Was, warten? Atem? Wo kommt denn der Bock jetzt so viel mehr? Was wollte er jetzt noch hier noch befreien? Nein! Mann, warum brannst du denn? Dann landet was! Du am Himmel an. Und der Verbrannte direkt vor dir steht. System, ey. Ja, cool, die Gegner haben bei mir schon wieder einen englischen Namen. Och, Mensch. Boah, wer schmeißt denn hier jetzt auch noch mit? Ah, Turtle! Was denn? Warum? Ja. Weil ich's kann! Damit wir noch weiter suchen können. Die flattern halt immer so weit weg hier. Die Orbitalschläge machen es besser, Meister. Ja, eben. Ja. Warum denn nicht? Hey, nein, mein Fleisch. Da könnte mein Hirn drin sein. Ah, mein DNS. Mein Hirn. Hey, jetzt entscheidet euch doch mal langsam. DNS, Hirn, alles. Fleisch, alles. Boah, ja. Aber eigentlich meint man eine Erdnuss. Keine rotierende Erdnuss bleiben. Oh, schon wieder nur Fleisch. Die andere ist neben dem Rissenlina gegangen. Neben Lisas Feinstellerrüstung. Aber oh, wieder kein Hirn hier, ey. Mal zum Urinrausch. Ja, Turtle, da wirst du wohl dumm sterben müssen. Ja, leider. Ich werde nie eine Cola-Dose aufkriegen. Das wird wohl bei Fanta bleiben, ja. Nein! Keine Fanta mehr! Ich will doch mal eine Cola trinken! Nee. Ist denn von euch jemand intelligent genug? Coca-Cola oder? Ist denn von euch jemand intelligent genug, dass ich eine Cola-Dose aufgemacht kriege? Dass du die aufmachen kannst? Nee. Halt, ihr macht mir die Cola-Dose auf. Intelligent sein, dass du eine Cola-Dose aufkriegst. Hä? Im übertragenen Sinne, ja. Ich nutze einfach eure Intelligenz, um mich selber intelligent zu machen. Nee, der hilft uns auch nicht mehr. Leute, wir müssen ihm helfen, ein bisschen Hirn suchen. Ich wollte sagen, Fledermäuse. Herr, schmeiß Hirn vom Himmel. Ach nee, der rennt ja Turtle trotzdem mit dem Regenschirm durch die Gegend. Ja. Ja, natürlich. Mich könnte doch so ein Hirn treffen. Ja, du willst es ja nur essen, wie so ein komischer Kannibale. Er hat nochmal gebrüllt. Geh weg, geh weg. Ja, das habe ich von Patrick. Der wollte am Billy ein bisschen rumknabbern und so, ne? Oben noch. Ja, haben wir doch schon festgestellt. Ja. Deine Füße stehen nur noch unter meinem Tisch. Der Rest ist weg. Den hat Patrick gegessen. Ah, ja. Ach, ihr und eure Fetische. Naja, ja, es war Katzenkacke, jetzt Menschen. Alles irgendwie. Wir waren ja auch schon bei Kuhmagen. Ich dachte schon, ich bin hier der sexualethisch desorientiert, aber die sind ja auch viel schlimmer. Natürlich. Desorientierter. Es geht immer schlimmer. Es gibt immer noch einen, der einen oben draufsetzen kann. Alles klar. Santo, was bringst du denn hier alles mit? Schuri am Boden. Ist ja der Wahnsinn. Wo bist du jetzt da nach oben gegangen? Nö, Stück vergammelt, ja. Fleisch. Gut, ich gucke auch nochmal nach Fleisch. Oder haben wir noch was Schönes an Events hier? Ja, Urinrausch. Nee. Noch was für dich. Nee, Urinrausch ist mit zu viel Schrot jetzt. Habe ich schon genug. Ey, musst du nicht looten, Mensch. Nee, ich will. Nee, das geht nicht. Das ist ein Widerspruch an sich. Also ganz ehrlich, ich und nicht den Loot mitnehmen. Mach den Nudelfinger lassen. Warum?
Ja, kann er doch. Dann meckert er aber nicht rum. Ja, oder schmeiß mal von dem alten Dreck weg. Welchen alten Dreck? Es ich gibt keinen alten Dreck. Ich muss mehr Essen und Getränke für die Pause besorgen. Ich bin doch der leidenschaftliche Messi. Für alles habe ich noch Verwendung. Hier wird nichts weggeschmissen. Alles war einmal in der Tasche landet. Weißt du, was ich damit mache? Schmeiße weg. Ja, Eiskühler. Schmeißen weg. Ach Mensch, jetzt schieb mich hier nicht runter. Ich will doch weiter. Orbitalschläge. Ich hab mal jetzt wieder ganz dezent überhört. Wieso? Lo? Karin. Lo? Karin? Was? Doch nicht Karin, Mensch. Darum. Also Karin. Warum? Keine Renate, keine Karin, keine Margarete oder wie auch immer. Aber eine Esmeralda. Was hast du mit einer Esmeralda? Sensibel, ja. Nee, dann heißt man eine Esmeralda. Ja. So, der ist hier, aber nur in den Sternchen. Ich habe immer noch Hoffnung, mein Hirn zu kriegen. Na dann. Bete zu Gott. Du musst aber vorher eine Cola-Dose aufmachen können. Wieso muss ich vorher eine Cola-Dose aufmachen können, wenn ich noch nicht, wenn ich zu blöd bin, eine Cola-Dose aufzumachen? Ja, das ist ja das Rätsel. Ach so. Das ist immer so Spaß, was war zuerst halt, Huhn oder Ei? Santu, kannst du denn eine Cola-Dose öffnen? Zertifiziert sogar. Zertifiziert, oh, wunderbar. Dann kannst du mir jetzt Hirn geben. Ja, richtig. Naja, aber dann kann er ja keine Cola-Dose mehr aufmachen. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Ich hab Ach, 6 Zellen mehr. Die Massenproben. Es geht nichts in ein paar Kilo nach oben. Mann, wo kommen die ganzen Kohle her? Aus Schlumpfhausen, bitte. Ja. die sind aber nicht so blau genug. Hä? Ja, stimmt, lass die gleichen Medikamente noch weg. Medikamente? Nimmt die Bullout heimlich, oder was? Der Dreck. Euer Panscher, Zeug kommt mir in den Körper. Das ist nur aus guten Katzen gemacht. Ich bin schon in der Brandbeste. Eine Cola-Dose rum. So eine Nuka-Cola, ja? Ja, mit Flügeln. Coca-Cola hebt er in den Dosen. Ja, das ist ja das Problem, deswegen kriege ich auch keine auf. Ist hier Flaschenöffner? Was ist ein Flaschenöffner? Als zur Not geht so ein Stück Papier auf, den noch gefaltet. Ich habe kein Papier, was machen wir jetzt? Ich habe Klopapier, aber das funktioniert nicht. Was ist eine Tischkante? Du sitzt da an Wand, da steht dein PC drauf. Ja. Ist vielleicht aus Holz und hat 4 Beine. Okay, weiß ich immer noch nicht, was es ist. Deine Frau könnte sowas bauen. Meine Frau kann sowas bauen. Ja, die baut sowas wie Tische und so. Ja, geht mal von aus. Ja, ja, die baut sowas wie Tische und Schränke und so. Und kuriose Sachen. Siehst du im Schrank, wo du oben gehen? Damit kriegst du auch eine Bierflasche. Oder ja, eine Cola-Flasche. Aber das hat sie ja hier zu Hause noch nie gebaut. Das hat sie immer auf Arbeit gemacht. Ja, hast du sowas nicht zu Hause rumzustellen? Was ist das?
zu Hause oder einen Schrank? Ja, zu Hause. Ich hab doch kein Zuhause. Dieser komische Verschlag, wo du nächtigst. Ja, aber da habe ich keinen Schrank. Und auch kein Tisch. Auch nicht. Ich habe ja keine Türen, also warum soll ich eine Türklinke haben? Ja, ich denke nochmal, die Tür wird oben machen, aber ich glaube, das sieht zu groß hier noch rum an die Kante ranzukommen. Deswegen bin ich jetzt mal von der Türklinke aus hier. Also selbst einen Türknauf oder tun. Ja, aber wenn ich keine Türen habe, wie soll ich denn einen Türknauf haben? Hast du keine Türen? Weil ich keine Türen habe. Wie Hechtsuppe. Ja. Weil es ein Erdhörnchen ist. Ein Erdhörnchen. Ich habe nur sowas wie einen Karton. Ah ja. Siehste. Hartpappe vom Kopf. Stabil noch was. Was ist denn das hier für ein Scheiß? Dreimal ein Sterne. Ja. Mach dir ein Beschwerdeschreiben hier. Ja. Ey, Fliegenklatsche. Todeskralle? Nee, Fliegenklatsche. Todeskralle. Morbusratte? Hab ich schon erschossen. Kanickel? Kanickel! Kanickel des Todes, ja. Meerschweinchen? Meerschweinchen. Ja, schwimmen Schweinchen. Hat jemand die Todeskralle hier oben gemacht? Kommt gerade wieder keine raus. Nachtaktiver Flammenwerfer. Der nachtaktive Flammenwerfer, der beste von allen. Ja. Gibt keinen besseren. Braucht nur, damit es nachts nicht mehr so dunkel ist. Ja, ist er nachtaktiv und nicht nachthell. Das sagt jetzt keiner mehr. Ich bin jetzt hier gerade. Ich musste gerade meinen Kotzreiz unterdrücken. Es gibt keinen Kotzreiz. Oh doch, oh doch. Oh doch. Diese Schwelle habe ich aber noch nie gesehen. Doch, doch, doch. Kommt immer davon an, wie viel Blut noch im Alkohol ist. Du wirst es nicht glauben, ich habe eine Fledermaus mit Hirn gefunden. Ich kann Cola-Dosen aufmachen. Ich kann Cola-Dosen aufmachen. Jetzt ganz stolz drauf. Ich will auch Cola-Dosen aufmachen und Kreuzritterpistolen bekommen und... Hops, was ist das jetzt, du? Hops. Und, wir wollen schon mal ein Klamottenpaket reichen. Jetzt habe ich auch noch nicht mehr. Wagen! Also heute jedenfalls nicht, nee, schon. Aber gestern hatte das so jemand gekriegt, ich glaube, der Captain? Speis oder Salz, eine Wunder. Nein, mit Shuri habe ich den Boten gemacht und ich hab's gekriegt, ja. Wie oft habe ich jetzt schon mit dir den Boten mal mitgemacht, also... Und trotzdem nicht gekriegt. Gürtel, wo bist denn du? Ich möchte dir ein bisschen Hirn vorbeibringen. Nee, behalt mal. Sand. Einfach mit dem Kopf einmal auf den Tisch hauen, dann ist das die überbracht. Weil da gehst du nicht, was ein Tisch ist. Ich hab noch keinen Tisch, ich hab nur einen Karton. Naja, dann muss Mausi einfach mal auf den Karton werfen. Ja, Mausi wollte mich nicht in die Wohnung lassen. Hochheben. Weil die ist sauber. Die hat gesagt, ich bin die Stuben rein. Ich hab erstmal einen Haufen gemacht. Ich mach überall meine Haufen hin und so. Du kannst schon wieder übel, wo ist mein Kübel? Das ist doch ein Kübel. So. Ah, da hinten kommt eine Brandbestie! Hast du Hirn? Nein. Aber hast du Brot? Ja, wenn sie Brot hat, bringt mir das ja nichts. Ich brauch ja Hirn. Hast du... Ey, mein Brot, das ist nicht Schimmel.
Wenn das Bergwerk, weil ich war nicht. Oh, ich will jetzt sämtliche verbrannten. Ich konzentriere mich jetzt nur auf die Brandbestie hier. Verpilzen dich da konzentrieren mit der Erbse? Rotieren. Ich versuche es wenigstens, ja. Sei froh, wenn sie nicht Unwucht verursacht im Kopf. Ja, mir ist schon schwindlig von dem ganzen Denken. Ja, mein Kübel schießt aber nicht. Meiner. So, du müsst wie jetzt lande endlich oder fall runter. Na warte. Nein. Ich dachte sie auch gar nicht. Du hast nicht bitte gesagt. Ja. Die bitte fällt jetzt runter. Nein. Doch. Die ist jetzt unten. Du hast nicht bitte gesagt. Doch, hat sie. War du nicht. Ja, das ist mir doch egal. Ich bin unhöflich. Ich darf das. Oh, der Potzer. Oh, ey. Kleinen Sarg. Was? Hat kleinen Sarg? Simon Sarg. Ach, Simon Sarg. Und was müssen wir jetzt machen? Das musst du dir dann selbst aussuchen, was Simon zu dir sagt. Ja, aber was sagt er denn zu dir? Ich hab nicht so eine Stimme im Kopf wie du, also bei mir läuft das momentan jetzt. Ich hab doch nur 13. Ruhig. Ich hab doch nur 13 Stimmen. 13 jetzt schon mittlerweile. Ja, immer 13 und die 13. sind Tetris. So coole Musik kann die hören, ja. Ja, das ist den ganzen Tag noch. Der Wahnsinn hat Methode. Das war aber jetzt mal nicht, wa? Ah ja, mein Hirn ist wie ein Internetbrowser. 16 Tabs offen, irgendwo läuft ein Porno und ich hab keine Ahnung, wo die Musik herkommt. Ja. Ist der rhythmisch? War damit dann wieder hellruhig, wisst ihr? Die ganze Zeit total. Da kam das Signalwort, Porno? Wo? Oh. Ja, deswegen erkundigt er sich nach dem Wissen. Welcher Pitboy-Reiter? Ja. Jetzt sind sie. Ja, natürlich, was sollen sie denn sonst andere sein? Der Grubenhauer ist abgehoben wie eine Rakete. Okay. Ja, hinter ihm ist ein Auto explodiert und hat sie in der Luft gerissen. Oh, sah gut aus. Wie er auf immer so abgehoben ist. Ja, arroganter Schnösel gewesen, sagst du. Nein, der wollte Testpilot bei der NASA werden. Oh, schön. Bei Mars ist hier wahrscheinlich. Ui! Ja. Aber er wurde von Elon Mars noch ein Chip verpassen lassen. Ne, war ja Bill Gates. Oder Impfungen wollen wir uns alle impfen. Oh, die geilste These, die ich da so gehört habe, ja. Probier's mal mit einer Zwangsimpfung, mit einer guten alten Zwangsimpfung. Okay. Ja. War ja Tab, wo ich mir wunder, wo die Musik herkommt. Ach so. Ist natürlich verständlich, ne? Ja. Bestimmt irgendeine Querdenker-Seite. Ja, regiert von Attila. Wie heißt er nochmal? Ja, ihr wisst schon. So, dann gucken wir mal, was wir jetzt hier Schönes an Lebern und so haben. Wir haben einmal Brandbestien Steak. Boah, geil. Und das Herz. Zutaten für eine Wurstcola. Und ich habe jetzt dreimal das Hirn. Ja. Boah. Immer noch keine Cola-Dose. So, und diese drei mache ich jetzt auch. Und da kommt noch eine. Drei will ich das Hirn hergeben hier. Los, komm. Ja. Wo fällt die denn jetzt hin?
brabbeln kann hier. Elva, tut das nicht weh? Der Raider-Abschaum, der hat einen Balken im Unterleib. Einen Balken? Ganzen oder nur einen halben? Naja, der schiebt sich da auch noch den Pfosten von dem Balken zwischen den Beinen. Auch noch. Oh, das Henkers hat sich gewerbt. Ich bin mit weg gefahren und war wieder Beweglichkeit. Naja, und zur Strafe kommt gleich die Sonne Peter. Da sagt sie ja hinterher, dass uns bleibt. Müll. Das hat einen auch von Tüll. Naja, den Eiskühler packe ich gleich. Ganz gute Sachen. Ganz super. Ja, dann. Denn nichtsdestotrotz, ne? Ja, machen wir jetzt hier einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet aber wieder ein. Klitzekleiner Katzenkotze. Und bis denn.